Tag 3 bei den Baltic Horse Shows in Kiel 2013 stand auch wieder voll im Zeichen des Springsports. Begonnen wurde mit dem Jugend-Team-Cup-Finale, präsentiert von Peer Spahn. Und hier siegreich das TT-Transportteam rund um Mannschaftsführer Dirk Ahlmann mit 4 strahlenden Siegern. Und jugendlich ging es weiter. Aber nicht die Reiter im Sattel, sondern die jungen Pferde. Das Youngster-Finale stand nun auf dem Programm. Und schon bekannt hier Sieger Felix Haßmann mit seinem 8-jährigen Schimmelhengst von Claudio mit Cayenne. Er unschlagbar schnell in diesem Stechen des Youngster-Finales. Preis der Warsteiner Brauerei, das große Springen am Nachmittag hier in Kiel. Und auch das stand ganz im Zeichen eines jungen Pferdes, auch erst 8-jährig, dieser Barnaby, geritten von Holger Wulschner. Fehlerfrei ging er hier mit der schnellsten Zeit und das Umfeld freute sich über diesen Sieg. Ganz, ganz wenig Zeit zum Durchpusten, denn dann kam es das Championat von Kiel. 16 Pferde konnten sich qualifizieren für den zweiten Umlauf. 16 Nuller gab es. Tollen Springsport haben wir hier gesehen. Aber er zeigte es allen. Als letzter ging er im zweiten Umlauf an den Start. Das ist John Whittaker, der Altmeister aus Großbritannien, mit seinem Pferd Argento ließ die ganze Konkurrenz hinter sich und entschied damit das Championat von Kiel 2013 für sich. Bunt ging es weiter mit dem Kostümspringen, einer Showprüfung. Viele namhafte Springreiter waren mit dabei. Und der Sieger, der wurde nicht diesmal ermittelt mit der schnellsten Zeit und mit dem fehlerfreien Ritt, sondern da kam das Publikum voll auf seine Kosten und entschied auch den Sieger. Sie entschieden sich für Barbie und die Rettung von der bösen, bösen Hexe. Und wenn Sie jetzt genau hinschauen, dann erkennen Sie hier einen holsteinischen Reiter, der alles gegeben hat, um halt hier das Publikum komplett zu unterhalten. Das beste Kostüm, die beste Fohnwertung und hier die Rettung vor der bösen, bösen Hexe für die zwei Barbies, Thomas Voss. Und weiter ging es mit Siegern in dem Herzschlagfinale des Kreisreiterbunds, der Hallenmeisterschaft, der schleswig-holsteinischen Hallenmeisterschaft, Team der Kreisreiterbünde. Siegreiches Team hier, der Kreisreiterbund Rendsburg-Eckernförde. Das war's. Dritter Tag hier von der Baltic Horse Show Kiel.